Ja, wunderschönen guten Tag. Wir sind zurück in War Thunder. Und heute geht's mal mit dem T-55A ins Gefecht. Einem, ja, ich sag jetzt mal Urgestein der Panzerentwicklung. Einer der meistgebauten Panzer der Welt. Und ja, entwickelt von den Sowjets. Und ja, eingesetzt in, ach, ich weiß nicht wie viele Ländern dabei. Das ist schon wirklich krass. Und teilweise sogar heute noch im Einsatz. Weil halt so erfolgreich. Das muss man einfach so sagen. Dann ja über die Jahre gesehen. Genau. Ja, 1958 wurde dieses ganze Gerät vorgestellt und wurde da eingeführt und hatte zum Anfang so ein bisschen Probleme mit der Munition. Die wurde dann aber relativ schnell angepasst in den 60er Jahren, damit er zum Beispiel mit dem M60 mithalten kann auf der Gegenseite oder halt mit dem Leopard A2. Interessant ist zum Beispiel solche Sachen wie solche Fakten, dass zum Beispiel der Umbau eines Leopard-Panzers, wenn der Motor kaputt war oder sowas, also bei einem Leopard-1-Panzer, circa 35 Minuten dauert das. Ne? Und wenn so ein T-55, wenn der stehen würde, dann gibt es vom NVA, von der NVA so einen ja, Bericht dazu und oder ein Handbuch, sage ich mal, und das dauert 21 Stunden. Dementsprechend sieht man dann immer, wo hier der Fokus dabei ist. Also da wurden natürlich Tausende von Fahrzeugen gebaut. So viele Stückzahlen gab es vom Leo einfach gar nicht, als Beispiel jetzt nur. Und dann ist man natürlich bei einem Leo, wenn jemand mal stehen bleiben sollte, was ich, Motor kaputt oder ähnliches, dann kann man natürlich sowas auch viel besser bergen. Bei dem war es einfach, dann lässt man den liegen und nimmt den nächsten, weil es halt so viele davon gab. Das ist dann schon interessant zu sehen, genau. Interessant ist natürlich auch, wo wir dieses Fahrzeug zu finden haben, damit ihr das Ganze auch nachspielen könnt. Sowjete oder russischer Forschungsbaum, die linke Spalte hier, T-44, T-55, T-55 und T-55, ne? Genau, und dann als direkter Nachfolger dann nachher der T-62 dann dabei, genau. Ja, Kampfeinstufung 8.3 ist eigentlich ein ganz gutes Matchmaking. Das Problem ist nur, man wird häufig auf 9.3 hochgestuft und puh, das ist echt hart. Ne? 8.3 der Russen ist aber generell gut, ne, wenn man das so sieht. Also, wir haben hier einen der T10M, genau, der T55, dann haben wir einen BMP-2, einen IT-1 oder den Sturm oder wie auch immer man das ausspricht dann dabei. Also T62, ihr habt echt gute Panzer auf 8.3 bei den Russen und ja, da gucken wir mal. So, das Ding hier, Schutz, das ist eigentlich gar nicht schlecht, 100 mm, schön angewinkelt. Das Problem ist natürlich, ihr habt hier, also das ist keine reaktive Panzerung, das ist der Kraftstofftanke und dahinter ist nochmal Kraftstofftanke, also das ist immer ein bisschen ihr habt halt das Problem, dass ihr Munition habt, die eure Panzerung, die interessiert das halt nicht mehr. Aber selbst APD-FSS kann hier abprallen, das muss man auch sagen. Weil der Winkel halt, das ist alles schön rund und so weiter und so fort. Das ist sehr, sehr schwer für eine Flak euch zu knacken von vorne. Das macht schon alles sehr viel Spaß. Ziemlich gut dabei. Minus 5 Grad ist für russische Verhältnisse bei der beim Höhenrichtfeld echt viel. Das darf man wirklich nicht ja, links liegen lassen, weil russische Fahrzeuge in der Regel da ganz große Probleme haben. Und das funktioniert wirklich sehr, sehr gut dabei. Kanone haben wir eine 110 cm geschützt. Wir gehen mal hier gerade rein in die Modifikation. Ihr startet mit einer APDS-Granate, die gar nicht schlecht ist, muss man einfach so sagen. Also die ist in Ordnung, damit könnt ihr wirklich was machen. Ihr habt eine Stabilisierung, ne, das muss man auch bedenken, deshalb ist das auf 8.3 mit der Kampfeinstufung vollkommen in Ordnung. Und später habt ihr dann hier die APDS-FS, mein Gott, 330 mm. Ich spiele damit sehr erfolgreich und lasse die Heat-FS quasi links liegen, weil die einfach deutlich besser als diese Granate, muss man einfach so sagen, genau. Komplett ausgebaut habe ich ihn noch nicht, aber so das Grobe und Ganze ist definitiv mit drin. Mobilität würde ich schon gut, also hier ganz klar jetzt hier Ersatzteile, Löschzeug und dann schnell die Granaten erforschen. Ich habe von der Sprenggranate immer 5 Stück mit, wenn es mal irgendwie, weiß ich nicht, wenn es mal heikel wird oder sowas, da ist irgendwas, was mich besonders ärgern will und ich brauche eine Sprengkraft, dann nehme ich das mit. Das passt dann auch ganz gut. Gleisketten wichtig. Drehkranz, also so richtig schnell drehen kann er nicht. Ne? Wir sind hier bei 12,8 Grad pro Sekunde. Das ist nicht besonders viel, muss man ganz klar sagen. Und ja, dann einfach das halt auch nochmal ein bisschen nach oben schrauben dann dabei. Ja, ansonsten Motorgetriebe, ja, dann wird er ein bisschen flotter. Er ist jetzt nicht, er reißt keine Bäume aus von der Geschwindigkeit her. Ist hier mit 50 km/h angegeben. Macht Spaß, ne? Das Problem ist so, neutrale Steuerung auf der Stelle drehen. Das mögen diese russischen Fahrzeuge halt in dem Zeitalter nicht ganz so, aber sei es drum dabei. Witzig finde ich immer, dass hier Night Vision aktiv ist, weil der hat hier so einen Infrarot-Suchscheinwerfer. Ja, damit kann man dann in echt so ein paar Meter weit gucken nachts, ne? Also es ist jetzt nicht, dass man damit jetzt hier richtig weit guckt.
Wie heißt der denn immer, der immer so Gastvorträge macht im Deutschen Panzermuseum? Rolf Hilmes, glaube ich, heißt der. Der hat ganz viele YouTube-Videos auch übers Panzermuseum, und der meinte auch so, ja, gerade in der Nacht, also wenn im Kalten Krieg, wenn das nachts gewesen wäre, dann, also irgendwelche Gefechte oder ähnliches, wären die westlichen Panzer durch Nachtsichtgeräte, weil da waren die ja deutlich weiter vorne. Müssen wir also mal so sehen. Aber in War Thunder hat er das, und das ist in Ordnung, wobei ich schon Ewigkeiten kein Nachtgefecht mehr hatte. Dementsprechend erforsche ich das immer zum Schluss, weil ich Nachtgefechte nicht mag. Genau. Obendrauf die 12,7 mm Kanonen, das ist richtig gut. Also das ist ein sehr starkes MG, mit dem ihr auch Flugzeuge sehr gut bekämpfen könnt oder leichte Fahrzeuge oder ähnliches. Das geht sehr gut. Da habe ich neulich noch einen Gepard mit rausgenommen, wo bemerkt. Das passte sehr, sehr gut. Der Gepard war genau vor mir, er konnte mir nichts, und ich konnte ihm erst nicht so wirklich, weil er mir die Kanone kaputt geschossen hat. Ich hatte ihn dann mit dem MG kaputt geschossen. War ganz lustig, genau. Ja, ihr seht, mein 8-3er-Match-Line-Up geht langsam weiter nach vorne. Der IT-1, auch nicht schlecht, kann man nicht anders sagen. Der BMP-2 macht mir, ja, der ist schon witzig, kann ich nicht anders sagen. Ich habe ihn noch nicht so viel gespielt. Ich zeige ihn euch natürlich, aber da bin ich noch ein bisschen, ja, muss ich noch ein bisschen gucken. Ja, ZSU, ja, gute Flak, ne, kann man nicht anders sagen. Objekt. Geht so, habe ich mehr von erwartet, muss ich auch sagen. Genau. So, dann hole ich mir noch einen Ersatzgutschein, damit wir hier nämlich auch direkt loslegen können. Aktivieren, ja bitte. Genau, und dann würde ich sagen, gehen wir mal ins Spiel, und ich versuche euch eine schöne kleine Runde zu zeigen. Bis gleich! Die Karte Finnland ist es. Ihr seht, 25 Schuss nämlich mit von der APDSFS und 5 Sprenggranate, wobei ich die wirklich sehr, 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 sehr selten brauche, aber. Sie haben mir dort schon mal den Argen gerettet, und das ist ja das Wichtige dabei. So, wir sind Top-Tier, das ist gut. Eben war ich, glaube ich, viermal hintereinander Low-Tier und habe dermaßen auf den Argen bekommen, dass ich gesagt habe, okay, das zeigst du jetzt mal nicht, weil das war einfach nur sehr, sehr. Es ist dem Panzer da nicht gerechtfertigt, für dich zumindest. Oh, was ist denn dabei? Und eigentlich würde ich sagen, von den Nationen her sind wir da ganz gut aufgestellt, aber. Das muss ja auch nichts immer heißen. So, wir fahren mal hier ganz schnell an unseren britischen und chinesischen Freunden vorbei, die irgendwie so ein bisschen trödeln, warum auch immer. Wichtig ist aber bei solchen Eiskartenfahrt auf der Straße. Ich kann es euch nur wärmstens empfehlen, weil die dafür gemacht ist, dass man drauf fährt. Wer hätte es gedacht, ne? Uns wurden Straßen geschenkt, dann nutzen wir sie doch auch. Klar, wenn man jetzt hier so abkürzen kann und dann es bergab geht und so weiter, dann ist das nicht so wild. Aber bis dato. So, schmeißen wir da mal ein bisschen Artillerie, damit sie sich ein bisschen freuen. Soll ja hier. Soll ja alle was von haben. Hinten wird schon was aufgescoutet. Ist sie unbeschädigt? Wir haben auch was getroffen. Die Frage. Steht ein bisschen schräg hier, so ist besser. Kritischer Fahrrad, Getriebe, Kraftstofftank, sehr gut. Bisschen zurückziehen. Sie zerstört, das war eine Lorraine, sehr gut. Ja, ist halt unheimlich stark, ne, die Kanone, das muss man schon sagen. Der Lorraine, die kann auch gut was austeilen, das muss man auch sagen. So, Nathan natürlich jetzt, der Gegner weiß, wenn er da einen Wrack sieht, dann hoffe ich mal, dass die einen nicht so doof sind, da rauskommen, aber. Okay, da vorne. Wenn du mich blockst, ne, dann ist was los hier. Okay, jetzt ist die Frage: einmal hier rausgucken oder nicht? Kann heikel werden, ne? Wir gucken mal. Ah, wir üben uns in Geduld. Erstmal warten, bis die Artillerie aufgeladen ist und so weiter und so fort. In der Zeit wird bestimmt irgendjemand hier rauskommen. Vielleicht wird noch mehr gescoutet werden. Das Objekt. Ja. Es gibt mir natürlich gut Deckung, das ist wichtig. Ballon, das wollte ich nicht. Nicht so gut mit MG zu schießen, so. Okay. Ladeschütze, sehr schön. Jetzt aber ganz schnell weg hier. Das habe ich gerade nicht gesehen. Da war er, glaube ich, hoffe ich.
Gucken wir mal. Ich könnte dir helfen, wenn du da... Da kommst du nicht mehr raus. Sie unbeschädigt, ein MNX-50, okay. Schade, schade, schade. Nochmal gerade sehen, wie er uns denn geknackt hat. Denk mal voll in die Front vorne. Ja. Wäre jetzt ein bisschen angewinkelt gewesen, dann wäre es besser gewesen, aber egal. Ihr seht halt, wenn man halt Munition und Kraftstofftank direkt nebeneinander packt in einem Panzer, ist das meistens nicht ganz so schlau. Genau, wir sind noch ganz gut aufgestellt. Dementsprechend geht es natürlich direkt hier die nächste Runde los. Muss immer gucken, wenn es taktisch natürlich jetzt irgendwie unklug ist, mit so einem gleichen Fahrzeug zu spawnen, dann lasse ich das natürlich auch gern sein. Aber es ist natürlich hier noch alles offen. Wir haben hier die ganze Flanke haben wir gut eingenommen. Ne? Klar, hier ist ein bisschen weniger natürlich gerade. Wir gucken mal. Ah, ist schon was in der Luft. Da vorne ist das Ding. AD2. Sehr, sehr starke Bewaffnung im Ground der Attackers. So, jetzt fahren wir mal hier links rum. Irgendwo da ist das Flugzeug. Da hinten kommt es raus. Kommt es an uns? Ne, es fliegt weg. Okay, gar nicht so viel Augenmerk auf den, auf das Flugzeug legen. Na, wenn es kommt, ist schön, wenn nicht, dann... Ah, jetzt kommt er wirklich rein. Aber er kriegt jetzt, glaube ich... Ah, sehr schön. Ja, wenn er jetzt gerade so gut gekommen wäre, hätte ich nochmal drauf gehalten. Ansonsten ja, darf man sich eigentlich von dem Flugzeug nicht so ablenken lassen. So. Kollege da vorne. Kleiner Radpanzer. Zombie-Army. Ah, Mann. Jetzt gucke ich auf die Karte, auf die Leute, wer wen abknallt und nicht nach vorne. Das ist dann natürlich nicht so schön. Vielleicht mal da ein bisschen Artillerie. Der Zombie-Army, der ist echt gut. Der weiß, der steht richtig gut, der weiß... Da oben ist ein bisschen Rauch, das müssen wir natürlich im Auge behalten. So. Was ist denn? Wolltest du jetzt da reinfahren oder wolltest du es nicht da reinfahren? Irgendwas versuchen, ne? Sonst geht das nicht. Okay, wir sind vorbei, das ist gut. Wir sind dran. 3 ist raus, okay. Irgendwie mit diesem kleinen Stein habe ich es heute, ne? Wenn wir nicht etwas unternehmen, dann hat der Feind gesiegt. Ja, ich ziehe direkt hier rein, damit ich vielleicht dann gleich von hinten attackieren kann. Wir sind ganz gut aufgestellt bis dato. Das ist natürlich jetzt bestimmt nicht der beste. Hier ist auf jeden Fall gerade richtig Action. Deutscher Treffer richtig. Ah, der. Ah, hängt da fest. Sehr gut. Gut gemacht. Da muss man manchmal echt drauf achten, wenn diese ganzen Fahrzeuge, wenn die so ein bisschen sich verkeilen oder sowas, dann ist das manchmal recht schwer, die ganzen zu treffen. Okay, jetzt wenn wir die Passage hinter uns haben, dann haben wir. Da, schon mal zum Artillerie drauf. Ja, oben ist kaputt, das ist gut. Na, dann mal. Dann mal drauf. Ziel unbeschädigt, schade. Okay, hier können jetzt überall welche lauern. Abschlusshilfe, sehr schön, das war die Forch gerade. Oder Forsch, keine Ahnung, wie man das ausspricht.
So, die Luwain von eben. Das macht mal lustig, dann macht man Ziel unbeschädigt und bekommt trotzdem die Abschusshilfe. Ich will hier nicht übers Wasser fahren, das ist ein bisschen. Also über den. Über das gepanzerte. Vereist, nicht gepanzerte, mein Gott. Okay, ein bisschen tief bleiben hier, damit wir nicht direkt erkannt werden, das ist ja auch ganz gut. Okay, die pushen jetzt natürlich auch. Der Zombie-Army ist raus, das ist schon mal gut. Wenn ich mich jetzt beeile, dann sollte ich auch den D-Cap hinbekommen. Und dann ist alles wieder offen, ne? Schnell abschießen das Ganze, ja, er lädt jetzt nach. Okay, jetzt wird er auf mich drauf gehen, oder? Treffer, jetzt ist ein paar Treffer. Jetzt müsste die Seafire mal aktiv werden, bitte. Oh, was war das? Eieieiei, jetzt haben wir genau das, was wir natürlich nicht haben wollten. Wir haben jetzt hier eine reinbekommen. Da ist er, oh fuck, da sind zwei. Ich muss reparieren, das gibt ja nicht anders. Noch einen abbekommen. Verdrückt halt schneller als ich vorwärts, ist schon witzig. Noch ein abbekommen. Ich könnte ihn ins Wasser drängen. Jetzt wird's aber. Ein bisschen, jetzt hat er mich. Okay. Mist, verbrannt. Ja, natürlich, da war Ende dann nachher, ne? Schade, 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 ey. Aber Überlebensfähigkeit, man hat es auf jeden Fall gesehen, die ist definitiv gegeben. Jetzt müssen wir mal gerade gucken. Oh, das wird echt eng, ne? Ich nehme mal den IT-1 nochmal. Aber ich kann euch aber den jetzt zeigen, das ist ja auch ganz nett. Damit man mal den Unterschied sieht zur Alouette, die ich ja letztes Mal gezeigt habe, was wirklich dramatisch ist, sage ich mal. Weil die Alouette wäre jetzt schon auf 500 Meter Höhe so gefühlt und er hier so ein bisschen. Er wiegt aber, glaube ich, das Hundertfache so ähnlich. Hat aber auch Raketen, die 4 Kilometer weit fliegen können. Also von da aus gesehen ist das schon sehr, sehr gut. Schade. Viele Abschusshilfen bekommen, ja. Schade, dass wir da eben den, dass wir ihn nicht gesehen haben. Ah, ärgerlich, ärgerlich. Egal, nicht schlimm. Wir ziehen mal hier gerade hoch. Dann dauert es halt. Ich glaube, das wird auch eh nichts mehr, egal wie wir jetzt gespawnt hätten. Aber dann sieht man wenigstens mal diese schöne Schönheit hier, ne? Die MI4AV. Ja. Aber wie gesagt, größtes Problem bei dem T55, finde ich persönlich, ist die Nachladerate. Die macht es halt wirklich nicht gerade leicht. Da ist ordentlich Flak dran, da ist bestimmt so eine AMX dann dabei. Wir stabilisieren mal gerade, gehen ein bisschen höher und gucken mal, ob wir da noch. Ach, das wird aber ganz, ganz knapp jetzt hier. Ich glaube, das kriegen wir auch nicht mehr drauf jetzt. Na, das wird doch. Da ist er irgendwo, aber ich sehe ihn jetzt gar nicht mehr. Ah. Da geht einer runter. Wir sind doch zu hoch schon, da ist was da hinten. Wenn er denn rauskommen würde noch. Der Feind siegt. Gegenangriff. Jetzt.
Wunderbar, wie ist noch Bradley zerstört? Raketen sind schon fies, ne? Schade, schade, schade. Ja, trotzdem, denke ich mal, gezeigt, was dieses Fahrzeug kann. Es kann halt wirklich trotz nicht besonders guter Panzerung eigentlich, also keine Reaktivpanzerung oder sowas, hält es wirklich ordentlich was aus. Und ja, hätte er mich eben nicht im Brand geschossen, aber dann wäre es wirklich, oder wenn, ich sag mal, so einen Meter weiter einer dran gewesen wäre, das wäre wirklich super gewesen. Aber naja, egal, man hat gesehen, was der T-55 kann und der ist wirklich gut. Also das kann man nicht anders sagen. Wobei, immer wenn ich jetzt mit den anderen fahre, oh, jetzt wurde noch was erforscht, sehr schön. Die Bremsen haben wir erforscht dabei. Und als nächstes gehe ich auf den Nebelgenerator. Finde ich persönlich immer ganz nett bei den Russen, dass sie da so ein Band ziehen können. Das macht sehr, sehr viel Spaß. Und ja, ich würde aber doch den T-62 vorziehen, meiner Meinung nach. Der hat die bisschen bessere Kanone dann dabei. Hat natürlich auch wieder nochmal mehr Nachladerate. Das ist die Frage, hat der eigentlich einen Automaten oder hat der Ladeschütze, Nachladegeschwindigkeit? Nee, ist okay. Ich bin gerade nur zufällig genau bei 10 Sekunden. Wobei, ja, das ist, glaube ich, ein bisschen früh für Ladeautomaten, aber wobei, man weiß ja nie, wie das so ist, genau. Würde ich auf jeden Fall, glaube ich, den T-62 vorziehen, weil der nochmal ein bisschen cooler ist dabei, aber ja, mal gucken, ich werde es euch berichten, ist halt auch 8.3, ne? Das muss man dann auch mal sehen. Wie gesagt, russisches 8.3, T-55, 62, T-10M, BMP-3, dann hier die beiden Raketenpanzer und auf 8.0 dann eine sehr gute Flak und die ist, glaube ich, auch echt nicht schlecht. Das muss man dann nochmal genau schauen, wie es dann so weitergeht. Macht auf jeden Fall Laune, sofern ihr denn nicht Low-Tier seid. Ja, genau, nicht Low-Tier, genau. Top-Tier muss man nicht immer sein, das ist nicht immer gang und gäbe. Aber wenn ihr, das Problem ist wirklich, das russische 8.3 ist sehr, sehr gut und es fahren viele. So habe ich das, so erkläre ich mir das jetzt mal einfach. Dann habt ihr zusätzlich noch einen T-55AM, ein sehr, 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 sehr guter Panzer als Top-Tier, als 8-3er, als Premium-Panzer dann nachher. Und wenn natürlich viele dieses Matchmaking fahren und ich natürlich mit den Deutschen als Beispiel 9-3 fahre, habe ich häufig das Glück, wenn ich 9-3 fahre bei den Deutschen, dass ich natürlich gegen die 8-3er der Russen gematcht werde, was ziemlich gut ist. Und ja, oder generell gegen 8-3 gematcht werde, sagen wir es mal so, weil halt sehr viele hier 8-3 bei den Russen fahren, weil es halt echt gutes Matchmaking ist, das muss man einfach so sagen. Problematisch ist es natürlich jetzt, wenn ich jetzt hier mit den Deutschen dann da ankomme und einen TAM, einen KPZ-70, einen Radkampfwagen, ja, dann habe ich hier noch eine G91 von oben, das ist halt, das ist eine harte Nuss, sage ich mal, und weil das Ding ist natürlich Feuerkraft, Nachladerate, Geschwindigkeit, das ist Panzerung, das sind alles so Faktoren, die bei diesem Panzer halt sowas von gut sind und bei diesem Panzer halt auch gut, aber nicht so gut wie beim KPZ-70 als Beispiel, ne, dann davon. Das muss man halt auch sehen. Naja, aber trotzdem, ich finde den T-55A sehr, sehr gut und ja, man hat gesehen, er kann gut austeilen, er kann auch, er ist relativ mobil, das muss man auch sagen, das ist in Ordnung, es macht Spaß und ja, man weiß, warum er so lange so erfolgreich eingesetzt wurde. Genau, wunderbar. Also, ich hoffe, das Ganze hat euch Spaß gemacht, dementsprechend würde es mich natürlich freuen, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen würden, wenn es wieder heißt War Thunder. In diesem Sinne, bleibt gesund, haltet Abstand, bis zum nächsten Mal, ciao, ciao.